Aber ich bin mitten in einem Interview. Lass mich dich nachher zurückrufen. Ich bin Katja. Ja, Pierre. Ja, bin ich. Natürlich bin ich da. Ja. Nein, sie ist noch nicht fertig. Madame hockt wahrscheinlich noch beim plastischen Chirurgen. Ich denke, die ganze Welt richtet sich nach ihr. Arschloch. Ja, Arschloch. Interview Katja Schurmann. Gut. Was möchtest du wissen? Ja, warum sind Sie Schauspielerin geworden? Nicht im Ernst, ne? Du hast dich ja prima vorbereitet. Waren Sie alle Männer so? Nein, nur die, die ihren Job nicht verstehen. Dieses Knie, okay? Mein Herr, politischer Redakteur, von und zu, leck mein Arsch! Bereitest du ein Interview mit dem Ministerpräsidenten auch so vor? Mir leid, dass ich kein Minister bin. Sondern nur so ein Filmsternchen. Weißt du, wie viele Artikel ich über mich gesammelt habe? Nein. Keine. Und weißt du, warum nicht? Nein. Weil niemand, wirklich niemand, auch nur ein gutes Wort für mich übrig hat. Eigentlich ist alles in meinem Inneren aus Luft, Sägemehl und Silikon. Ich habe auch ein Silikonhirn, hast du das schon gewusst? Silikon-Titten grüßen einander. Hallo, hallo. Irgendwie habe ich dich gern. Irgendwie? Halbwegs. Die gute oder die schlechte Hälfte? Die gute. Die, die sich im Inneren befindet. Herrgott, nochmal. Was seid ihr meiner vorhersehbar? Aber ich werde dich nicht verführen, Pierre Peters. Ich werde mit dir auch nicht ins Bett steigen, Pierre Peters. Sag mal, warum tust du das? Weil ich sonst nichts mehr spüre! Hör auf mit deiner beschissenen Schauspielerei! Ein für alle Mal! Mein Gott, ich versuch doch, dich ernst zu nehmen! Aber du lässt es gar nicht zu. Ich habe kein Hirn aus Silikon, ja? Meins ist in der Tat aus Fleisch und Blut. Und vielleicht ist es ein krankes Hirn nach allem, was es mitgemacht hat. Ich habe mir einen blasen lassen von einem Kerl in Netzstrümpfen mit hohen Absätzen. Der erinnert mich so stark an dich. Obwohl eine ehrlichere Frau als du es bist. Immer noch Krieg! Hey, das ist